Guten Morgen vom Stubaier Gletscher. Wir starten jetzt mit der Hauptrevision. Wir blicken nach vorne, Revisionen müssen gemacht werden. Wir schauen, ob wir so schnell wie möglich die Anlagen wieder in Betrieb haben. Lieber darf man euch natürlich bei dem Wetter, bei den Traumverhältnissen die Bügel in die Hand gehen, wie das zeigt, zu revisionieren. Aber wie gesagt, Revisionen müssen gemacht werden und so schnell wie möglich gehen wir wieder in Betrieb. Ja, Revisionszeit ist bei uns oder betrifft bei uns mehrere Sachen. Einmal die Revision der Pistengeräte. Wir haben insgesamt 16 Maschinen im Einsatz, überwiegend Käsebohrer, einen Brinot haben wir auch dabei. Die Pistengeräte werden bei uns eigentlich über das ganze Jahr über revisioniert. Natürlich schauen wir schon, dass wir die Hauptzeit im Sommer haben, weil wir ein bisschen mehr Zeit haben und die Maschinen nicht immer brauchen. Aber es ist schon so, dass wir auch im Winter Revisionen machen, abhängig von den Stunden, die Pistengeräte fahren. Die Flotte selber, sprich die Maschinen, die was Pisten präparieren, sind 10 Stück. Der Rest der Flotte oder der Rest der Pistengeräte sind Maschinen für Sondereinsätze. Rettungsfahrzeuge, wir haben ein Fahrzeug, wo wir Wasser transportieren, wo hinten ein Tank drauf gebaut ist. Die stärksten, was wir zurzeit haben, haben 520 PS. Die sind eher auf die Windenmaschinen aufgeteilt, die 520 PS oder auch für Schubmaschinen. Die normalen Flottenmaschinen haben also rund 460 PS. Wir haben ein Fahrzeug, wo ein Kran aufgebaut ist für gewisse Revisionsarbeiten. Also rein für die Flotte haben wir 10 Pistengeräte. In der Hochsaison haben wir inklusive des ICNS 28 Mitarbeiter im Einsatz. Allerdings decken wir nicht nur das Präparieren der Pisten ab, sondern wir machen einen Rettungsdienst, betreuen die ganze Beschilderung im Skigebiet. Also es sind nicht alles reine Fahrer, sondern haben wir für andere Aufgaben auch noch Mitarbeiter im Team. Die Schneedepots sind für uns deshalb wichtig, weil wir im Herbst oft sehr spät den Schnee kriegen, keine Temperaturen haben zum Beschneien und trotzdem im Betrieb beginnen wollen. Mit den Schneedepots decken wir gewisse Hotspots ab. Sprich einmal einen Verbindungsweg, einen Ausstieg bei einem Lift, einen Einstieg bei einem Lift, einen Gletscherübergang. Für das schaffen wir die ganzen Schneedepots. Nicht auf allen Schneedepots, aber auf einigen speziell. Die, die ein bisschen tiefer gelegen sein, ich sage einmal zwischen 2,6 und 3000 Höhenmeter, die decken wir ab mit Gletscherfließ. Das hilft uns einfach, die Sonnenstrahlung ein bisschen abzuhalten, auch den Regen ein bisschen abperlen zu lassen und den Schnee besser zu erhalten. Funktionieren tut es so, dass das 4 Meter breite Bahnen sein, die was miteinander verschweißt werden zu einer großen Fläche. Und rundum an den, oder an den Ecken und an den Außenseiten von dem Vlies wird es mit Sandgewichten beschwert, um dass der Wind das Vlies nicht abnehmen kann. Bei Beschneiung ist es so, dass unsere zwei Schneimeister im Moment damit beschäftigt sind, die ganzen Schneekanonen zu revisionieren, reinigen. Da müssen die ganzen Düsen geputzt werden und auch alles durchkontrolliert werden, Heizungen und so weiter. Also das ist jetzt die Hauptaufgabe von den Beschneiern. Später, wenn es nachher ein bisschen abarbeitet, müssen sie sich um unsere Speicherteiche kümmern, um dass da alles in Ordnung ist. Das ist ganz klar. Es fängt allerdings schon ein bisschen früher an. Wir müssen ja vor die Temperaturen passen, die ganzen Kanonen ausbringen, die ganzen Schächte auf Funktion überprüfen nach der Blitzsaison. Die Blitzsaison zerstört einiges an Beschneiungsschächten, Technik an Beschneiungsschächten. Und das muss so kurz als möglich vor dem Einbruch des Kaltwetters passieren, um dass wir, wenn es wirklich kalt genug ist, voll loslegen können.